So, Leute, pünktlich im neuen Jahr ein neues Video auf meinem Kanal bzw. auf meinem Saarland TV. Ein neues Video für das neue Jahr 2022. So, wir sind jetzt noch mal im Dächen. Jetzt gucken wir mal, da sind noch so vereinzelte, ich würde mal sagen Spuren, wo der Bergbau halt noch hinterlassen hat. Jetzt gucke ich mal gerade hier über. Ja, da ist noch ein Schild. Beziehungsweise da war mal ein Schild, also da war mal was dran. Da leide ich noch irgendwelche Rechte. Na gut, das können noch von der Absperrung gewesen sein. Auch dort zum Weiteren sieht man so auch noch Absperrungen. Schon das ein bisschen her. Ja. Da war noch Absperrposte, da war irgendwas eingezäunt. Und wenn wir jetzt weiterhin nach Hause gehen, sehen wir auch die Bergehalte. Da können wir an sich noch ein paar Fossilien da leihen. Gut, die sind aber schon ausgespült. Aber wenn ich da auf den, so gucke auf den großen, gut, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennen kann, aber man sieht noch Spuren. So leer, Art. Ah, guck mal, da ist noch etwas. Ist da noch irgendwo ein Rohr zu sehen? Da, da haben wir's. Ja. Wahrscheinlich da irgendwo noch wer da. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist da noch ein Rohr und da sieht man auch noch irgendwelche noch um welche Schlacke oder was es auch sein soll. Jetzt bewegen wir uns mal in Richtung Halde. So sieht man jetzt die Halde. Guckt das Gras aus, ich tappe immer raus. Aber vielleicht kann man da ein bisschen angehen. Da sieht man jetzt die Halde. Das ist halt jetzt ein bisschen, wie die Sonne durchscheint.
Und wenn man jetzt geradeaus guckt, also ich stehe praktisch auf der ehemaligen Trasse von der Schnenkaer Straßenbahn. Die hat man 1927 ist die errichtet worden, fuhr vom Denkmal Schnenkaer über Dessen Heinitz Richtung Spieße und von dort war der nächste Umstieg wie die nächste Straßenbahn nach Saarbrücken. Mikrochef, das soll ja noch nicht bieten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vor allen Dingen Daumen hoch, Abo nicht vergessen. Bleibt gesund und haut rein.